Zunächst einmal ist es auffallend, dass ein Wert, der so unmittelbar mit dem Projekt der Aufklärung verbunden war, Transparenz als der Versuch, eben etwas durchsichtig zu machen, Licht auf etwas zu werfen, Klarheit zu schaffen, dass der entkoppelt wurde von einem größeren Projekt der Aufklärung im Sinne einer Emanzipation, im Sinne einer Befreiung, Zugangsbeschaffung zu Information, gleichzeitig aber auch Rationalisierung der Verfahren, Gleichheit und dergleichen. Was mich interessiert eigentlich, ist, wie Transparenz heute all diese anderen Forderungen verdrängt hat und wie in sich aufgesaugt hat. Also wir sind der Meinung, durch die schiere Implementierung von mehr Transparenz verschwenden alle anderen Forderungen wie magisch, weil diese Forderung nach mehr Transparenz sozusagen automatisch dafür sorgt, dass wir freiere Bürger sind, dass wir informiertere Bürger sind, dass wir eine durchlässigere Gesellschaft haben, eine vernünftigere Gesellschaft vorliegen haben. Und das halte ich für eine durchaus fragliche Angelegenheit. Ich bin mir nicht so sicher, ob das tatsächlich der Fall ist. Transparenz hat ja ein zivilisatorisches Versprechen, nämlich jedes Mal dann, wenn wir meinen, dadurch, dass sich Individuen beobachtet fühlen, passen sie ihr Verhalten an bestimmte Erwartungen. Ja? Das wird immer wieder betont, dass ein Verhalten, das im Geheimen stattfindet, nicht den gleichen Anforderungen unterliegt wie ein Verhalten, das dem öffentlichen Blick, dem Tribunal der Gesellschaft unterliegt. Nun ist es aber so, dass dieses Versprechen der Selbstmoralisierung durchaus perverse Nebeneffekte hat, nämlich dann, wenn wir in vorauseilendem Gehorsam uns einen bestimmten Konformismus anpassen, einer bestimmten sozialen Konvention, nämlich zu meinen, zum Beispiel in sozialen Netzwerken hätte man sich in bestimmter Art und Weise zu verhalten, man hätte so und so zu kommunizieren, bestimmten Rhythmus, bestimmte Sachen zu sagen, damit man dann auch ernst genommen werden kann, damit man sozial noch existiert. Es gibt eine subtile Form der Selbstzensur, die dort greift, auch in einem Zeitalter der vermeintlich kompletten Durchlässigkeit. Insofern bin ich der Meinung, dass Transparenz heute eine neue Form von Zensur darstellt.